Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei der EA Access Challenge Reihe. Das zweite Spiel gegen die Cleveland Browns steht an. Zwei Sterne Herausforderung und wieder ist die Aufgabe, 40 Yards in diesem Drive zu erzielen gegen eine stärkere Defense aus Cleveland. So, man redet ja immer nur über die Offense aus Cleveland, aber die Defense sollte man da nicht vergessen. Da sind ein paar so gute Spieler auch dabei. Auf die Browns ist, glaube ich, jeder heiß, was die kommende NFL-Saison angeht. Aber los geht's. So, wir attackieren die Mitte. Mit Reed und mit Sternberger. Ich achte links außen auch auf Herman Moore. Und da ist unser Running Back frei in der Mitte. Hat den Ball. 9 Yards Raumgewinn. So, 31 müssen wir noch, aber da haben wir den Ball doch gut bewegen können. Play-Action Jake Lancey heißt, wir attackieren die Mitte mit Reed. Ich achte aber auf unsere Wide Receiver, ob da einer vielleicht eine 1 gegen 1 hat und sich gut lösen kann. Denn der Safety zieht nach vorne, das ist ein Blitz. Da vorne habe ich doch noch einen komplett freien Reed gesehen. Der hat den Ball, unser Tight End, und der kämpft sich nach vorne bis an die 46-Yard-Linie. Ein riesen Play. Da habe ich Glück gehabt, dass Ryan nicht gesackt wurde, aber damit haben wir die Challenge direkt bestanden. Puh, durchatmen. Das war kurz, aber intensiv. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.